Willkommen zurück zu Super Mario 3D World, in dem wirklich merkwürdige Dinge passieren. Am Ende des letzten Parts kam auf einmal ein riesiges Zirkuszelt vom Himmel geschwebt, in dem sich ein Schlangenboss versteckte, der Mario beinahe mit Haut und Haar verschlungen hätte. Aber nur fast. Da fragt man sich ja schon, was Bowsers Pläne eigentlich sind. Denn offensichtlich ist er ja nicht hinter Peach her. Soll ich mal bei Mario bleiben? Ja, komm. Vielleicht will er sich unendliche Male wiederbeleben, indem er die Feen in Flaschen sperrt. Quasi wie in Zelda. Naja, was seine wahren Pläne sind, das werden wir noch erfahren. Aber bis dahin geht's noch eine Weile. Ich wusste gar nicht, dass man die kaputt machen kann hier. Kann ich da auch rein? Die Antwort lautet ja, aber es ist keine gute Idee. Jetzt will ich aber da überall gucken, ob es da nicht vielleicht irgendwas gibt. Hier? Ah! Please! Nö. Das ist absolut keine gute Idee. Die Sache ist nur, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es irgendwo geht. An irgendeiner Stelle war es möglich. Nur wie vielleicht dem einen schon aufgefallen ist, meine Erinnerung an das Spiel ist häufiger mal etwas lückenhaft. Ah, guck mal hier. Kann man total cheaten. Was ist denn in der Kiste drin? Nix. Die Ameisen, ich mag die. Die sind echt ein cooler Gegner. Habe ich da gerade einen Block gesehen im Vordergrund, oder? Ach nee, das... Doch, tatsächlich. Da kann man hoch. Lol. Wie habe ich denn das übersehen? Das ist gar nicht so einfach, ne? Mhm. Das ist echt alles... Nein, nein! Oh, man. Neugier wird immer bestraft. Ja, das gilt für Troll-Level wie auch für gewöhnliche, von Nintendo handgemachte Level. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob sich über diesem Block... Wieso macht er jetzt diesen Flip nicht? Flippe, Mario, bevor ich ausflippe. Na also, brauchen wir nicht mal die Hilfe der Ameisen. Ist dir auch schon aufgefallen, dass die Blöcke zum Teil eine riesige Collision haben? Da oben ist echt nichts mehr. Ja, dann habe ich ja mal wieder einen perfekten Start in diesen Part erwischt. Cheaten wir halt ein bisschen mit dem Katzenanzug. Haben Sie nicht gesagt, man kann mit dem Katzenanzug jetzt länger klettern? Also, dass man mehr Kletterausdauer hat mit dem Katzenanzug? Meine ich irgendwo gelesen zu haben? Ist mir bisher aber überhaupt nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Interessant auch, dass man die stachelbewehrten Ameisen kaputt machen kann. Katzenanzug halt, ne? Das ist alles, was man braucht, um dieses Spiel abschließen zu können. Na, immerhin hier oben noch was. Da, ein Stempel. Und das nicht gerade billig bewacht. Double-Treffer. Komme ich da durch? Mario mal wieder zu viel Spaghetti gefuttert. Guck mal, ja, das sieht doch eindeutig nach einem Secret aus, oder? Brauche ich jetzt hier schon wieder die Katze? Nicht wirklich. Wow. Ja, mit diesem Spin-Jump, mit dem kann man echt ein paar Lücken überbrücken. Hallöchen. Das hat irgendwie was von Sonic. Da gab es doch diese Baumstümpfe mit Stacheln dran, die sich so drehen. Und man an denen entlanglaufen muss. Wie sieht's denn hier aus? Guck mal dieses riesige Loch an. Das ist viel größer, als es eigentlich sein müsste für die Ameisen. Und man kann da irgendwie auch wahnsinnig weit reinrennen. Da ist aber trotzdem nichts. Das ist nur, damit man nicht die Ameisen spawnen sieht. Da unten ist noch ein Stern. Und noch weiter unten ein geheimer Pfad mit Münzen. Das sollte man sich vielleicht mal merken. Oh, und apropos geheimer Pfad. Das hat sie mir aber nicht gezeigt. Guckt euch das an, wie dreist. Sie will die Aufmerksamkeit davon weglenken. Sind die Feen vielleicht gar nicht unsere Freunde? Vielleicht arbeiten die im Geheimen mit Bowser zusammen. So sieht's nämlich aus. Ah, das ist cool. Und vor allem, weil ich jetzt keinen Katzenanzug habe, ist das tatsächlich eine Challenge. Zumindest eine kleine. Uff. Ja, die Luftbeschleunigung ist schon ein bisschen komisch in diesem Spiel, oder? Weil man, der Schwung vom Boden überträgt sich zwar in die Luft, aber man beschleunigt in der Luft dann immer noch weiter. Da muss man sich echt drauf einstellen. Das ist irgendwie ein bisschen Mario, ja, nicht untypisch will ich sagen, aber dass es in diesem Ausmaß geschieht, dann doch irgendwie. Behaupte ich jetzt mal als eingefleischter Mario-Profi. Ist das für die mehr so eine Massage? Weil die zeigt sich relativ unbeeindruckt von dem, was ich hier mache. Okay.
Ich sag's euch, ey. Der größte Feind ist der overpowerte Katzenanzug. Wenn man sich da mal irgendwo dran festhält, wo man sich eigentlich nicht festhalten will. Weil man kommt ja dann nicht mehr weg, außer mit einem Wandsprung. Und das ist nicht immer gut. Münzen! Was habe ich denn hier jetzt entdeckt eigentlich? Okay. Für die 10 Münzen war das also. Vielleicht, falls man neugierig ist und da runter geht und nicht bestraft wird mit dem Tod. Wahrscheinlich dafür. Münzen. Ja, es konnte ja auch nichts Wichtiges sein. Hat ja schon alle 3 Sterne. Na gut, vielleicht Secret Exit. Ist schon eine Weile her, dass wir einen hatten. Es gibt gar nicht viele in diesem Spiel. 2 oder 3. Und an die anderen, an den anderen oder die anderen beiden kann ich mich gar nicht erinnern. Vielleicht, wenn ich ins entsprechende Level komme. Nicht mal 50.000 Punkte. Mensch. Was ist denn das eigentlich für eine Röhre? Ich habe die ganze Zeit angeguckt und gedacht, da komme ich her, aber das ist natürlich Quatsch. Ich kam ja durch die Glasröhre. Aha. Oh. Ausblick. Ja, sowas finde ich einfach nice. Ja, das hat keinen Sinn. Man müsste sowas nicht einbauen. Ist einfach nur schön. Hilfe! Ja, ich komme. Noch ganz schön viele Level in dieser Welt. Die werden ja auch mit der Zeit immer größer. Was haben wir hier? Der Sumpf der... der Sumpf der Kriechpiranhas. Apropos Secret Exit. Ich glaube, hier hat es einen. Aber wie in der ersten Welt auch, werde ich den jetzt noch nicht holen. Sondern erst, wenn ich dort auf normalem Weg hinkomme, wo der Secret Exit hinführt. Ich könnte ihn irgendwie ewig zugucken. Die haben so eine hypnotische Bewegung. Ich mag das total, wie das aussieht. Deswegen lasse ich die jetzt mal am Leben, weil sie mir so viel Freude gemacht hat. Die hier nicht. Ja, schlafen kommt nicht in die Tüte. Habe eigentlich nur ich Probleme damit, die Feuerbälle hier in die richtige Richtung abzuschießen. Ja, es wäre einfacher, wenn man die Kamera... Achso, das geht gar nicht. Gerade ausrichten könnte. Moment. Ist hier noch was? Da ist nichts. Wo lande ich jetzt? Dachte ich mir. Sumpfmusik. Ich habe noch keinen Stern. Ist euch das schon aufgefallen? Ich habe gerade den übelsten Mario Maker Flash. Jetzt ist meine Chance. No! Okay, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Dank Luigis überragenden Sprungfähigkeit kann ich direkt auf die zweite. Sonst wäre es knapp geworden. Ich glaub, die anderen Charakter hätten das nicht geschafft. Ich will immer twirlen und dann kommt dieser Bewegungssteuerung-Typi. Ha, das geht. Ja gut, mit der Bewegungssteuerung kann man sich eigentlich alle Level quasi... Ja, ich will jetzt nicht sagen kaputt machen, aber schon extrem vereinfachen. Weil man kann alle Gegner entweder berühren, zurückstoßen oder anhalten. Ja, so wie ich es jetzt hier mache. Deswegen lasse ich es auch gleich mal bleiben. Was ist denn hier oben? Secret Path. Hm. Okidoki, da will ich aber nochmal zurück. Ja, ich meine, das ist ja offensichtlich, dass man hier sehr viel übersprungen hat. Oh mein Gott, wo will ich denn hin? Luigi braucht am längsten, damit er seinen P-Speed aufbaut. Also damit er vom Sprinten ins schnelle Sprinten übergeht. Da braucht er echt eine Zeit lang für. Haha. Ich bin für einen Moment nicht sicher, ob das unter Wasser funktioniert. Weil manche Gegner sind unter Wasser ja unverwundbar, wie zum Beispiel Blooper. Unendlicher Block. Es ist irgendwie... Irgendwie kriegt man da Panik. Wenn man so einen Block nicht vollkommen leert. Ah, zu langsam, zu langsam. Gönn mir mal, ja. Das riskiere ich jetzt lieber nicht. Wenn sie die gleichen Hitboxen wie in Mario Maker haben, wäre ich da nicht dran gekommen. Katzen hassen doch Wasser. Oder? Zumindest die meisten. Die reagieren total panisch, wenn sie auch nur nasse Pfoten kriegen. Jetzt hätte ich hier tatsächlich einen Katzenanzug. Naja, egal. Wegen dem Secret Exit. Ja, das ist eigentlich das erste Level, in dem man sich sprungtechnisch schon mal ein bisschen mehr Mühe geben muss. Oh Gott, 8? So viele? Will ich jetzt auf keinen Fall verpassen. Merci. Ja, hab ich mir doch gedacht, dass ich einen verpasst habe. Wo ist der gewesen?
Das weiß ich wirklich nicht mehr. Boing. Boing. Sowas sollte man eigentlich nie riskieren, weil es einfach mega schwer ist, in diesem dreidimensionalen Raum solche Gegner zu treffen. Jetzt wäre ich fast da reingesprungen, habt ihr das gesehen? Das war so knapp. Mhm. Ja. Ja, das ist halt auch mega lästig, dass er jedes Mal diesen Telemark da noch hinlegt, wenn er aus großer Höhe fällt. Immer der große Show-Off. Bingo. Tja, dann überlege ich mal. Er kann eigentlich nur irgendwo in diesem Untergrundbereich sein. Und ich kann mir auch vorstellen, wo. Eine Röhre. Ja, dann sehen wir uns gleich an der Stelle wieder. Gucken uns noch an, welches Level freigespielt wird. Das ist immer ein großes Happening. Gar keins. Es geht zu einem Zwischenboss. Um den kümmere ich mich dann hinterher. Hier in der Kiste war Nummer 1. Und kurz bevor... Ja, hier muss er eigentlich sein. Ich weiß nicht, warum ich mich hier nicht umgesehen habe. Ja, da leuchtet er schon. Aber das Level muss ich nochmal abschließen. Ich gehe direkt oben durch. Ich denke, das ist schneller. Yikes! Ja, das hat schon was. Das hat echt was, hier durchzublasten. Fühlt sich gut an. Weil ich mir wirklich nie sicher bin, ob es tatsächlich funktioniert. Ja, da hat sich der Boss schon gefreut, dass er noch eine Weile überleben darf. Und jetzt schlittert Luigi hier durch dieses Level durch wie so ein Pro. Lass mich! Weiterspielen! Ja, ich bin ja schon froh, dass dieses Speichern nicht jedes Mal nach jedem Level einen noch zusätzlich 5 Sekunden aufhält. Wie heißt er denn? Karumpelbande. Ich bin dafür, dass wir das mit Toad machen. Einfach dem Chaos wegen. Hallöchen. Oh. Lava? Heißes Bad? Das scheint ihm zu gefallen. Ich bin hier quasi der Saunabeauftragte und muss mich darum kümmern, dass die Gäste ihr wohlverdientes warmes Bad bekommen. Mache ich doch gerne. War's das? Ah. Das war's wirklich? Den Boss habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Größer vor allem. Dann kommt er wahrscheinlich erst noch. Alles klar. Dann mal aus dem Weg, Kollege. Wie er jetzt aussieht. Mit seinen Googly Eyes. Und diesem Warner Brothers Sternchen über den Kopf. Fehlen nur noch die Gummienden. Ich habe eine Auswahl zwischen Tanz in der Wolkendisco, das ist ein Rhythmuslevel, oder Abenteuer in den Trampolinbergen. Was ist das nächste denn in der Reihenfolge? Tatsächlich das hier. Das ist schlecht. Denn in Rhythmusspielen... weiß nicht. Bin ich manchmal nicht so gut. Ja, das Gimmick hier ist, dass diese Blöcke immer im Rhythmus mit der Musik hin und her switchen. Oh, man kriegt sogar noch Doppelkirschen. Das machen sie jetzt noch relativ langsam. Und diese Basslinie, die da im Hintergrund spielt, das ist dieselbe wie in Luigi Circuit aus Super Mario Kart 64. Oder zumindest sehr ähnlich. So, ich müsste euch jetzt mal kurz hier zusammentreiben, wie so eine Schafherde. Bam, 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 klack. Ja, eigentlich schon ein cooles Gimmick. Das ist weniger cool, während ich hier mit Plattform beschäftigt bin. Moment. Ich bin immer noch zu dritt? Ich dachte, ich wäre getroffen worden. Egal. Versuchen wir mal den Stern da üben drüben zu kriegen. Was glitzert hier? München! Boah, dieser Boomerang-Brother. Der gefällt mir jetzt aber da überhaupt nicht. Den machen wir ganz schnell mal weg. Man...
Ich weiß auch nicht, aber ich mag diese Art von Level einfach mega. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass man auch hier wieder am Ende genügend Kostüme oder Klone von sich selbst übrig haben muss, um irgendwas zu bekommen? Das war ja beim ersten Mal schon so. Und diese unsichtbaren Blöcke, ey. Ich will da hoch. Kann mich zwar gerade nicht entscheiden, auf welchen Mario ich gucken will. Luigi im Hintergrund. Nein! Ich will alle mithaben. Ja, man kann immer so ein bisschen gegen Wände laufen, um sich auszurichten. Das macht das Level eigentlich erst schwer. Dass man die ganzen Viecher durchbringen will. Klock! So, noch eine Kopie. Jetzt wird es dann so langsam richtig interessant. Hier brauche ich auf jeden Fall 4. Ich bin zu 5. Das ist einer mehr, als ich brauche. Ich kann rechnen. Hallo? Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man nämlich zu weit von der Kamera weggeht. Oh oh. Lel. Dann lösen die sich auch auf. Ich weiß dann manchmal nicht genau, wie das Spiel bestimmt, welcher Mario der Haupt-Mario ist, aber irgendwie kann es sich das merken. Wenn einer von den anderen zu weit aus dem Bildschirm geht, dann war es das. Attacke! Und nochmal Attacke! Uah. Man kann die Bumerangs über den Haufen schlittern. Kriege mal ein bisschen Zeit zurück. Was ist denn der richtige Weg? Ich nehme mal an, da drüben. Folgt ihr mir? Sehr brav. Münzen-Action! Ja, das ist so nice, diese ganzen Marios mit dabei zu haben. Und hier lohnt es sich auch, damit man alle Münzen auf einmal einsammeln kann. Bamski. Super. Fehlt nur noch ein grüner Stern. Und es gibt sogar kleine Tatzenabdrücke immer, wenn man mit Mario unterwegs ist. Das ist so niedlich. So, finale Challenge. Eine Rutschpartie. Warte, das ist nicht in Ordnung. Da geht er down. Aber ich hoffe, das reicht. Die Anzahl, die ich hier dabei habe. Man braucht sogar nur 2. Na also. Dann war diesmal der Check in der Mitte des Levels. Attacke! Boah, ich mag die. Die ist super strong. Ja, yeah, vielleicht doch nicht. Da wird man schnell mal ungeduldig und übermütig. Das darf nicht passieren. Da. Oh oh. Kurz vor Schluss doch noch einen verloren. Ich ziehe meinen Hut vor diesem armen Katzenwesen. Aber der Haupt-Mario hat es geschafft. Was ist eigentlich, wenn das gar nicht Mario ist, sondern einer der Klone, der hier überlebt hat? Der Original-Mario ist jetzt weg. Kommt niemals wieder zurück. Obwohl man sich die gleiche Frage stellen könnte, was passiert, wenn Mario generell stirbt. Dann kommt er ja auch irgendwie wieder zurück, ohne dass es Sinn macht. Ein geheimes Dingens. Gucken wir mal rein. Slotmaschine. Hoffentlich werde ich nicht wieder hintergangen. Das ist aber bisher nur einmal passiert. Na also, ja, es kann vielleicht mal passieren, hier so in einem Aufnahmesetup, dass man ein leichtes Audio-Delay hat, also dass der Spielsound so um ein paar Millisekunden verzögert ist. Und dann funktioniert das natürlich nicht mit dem Rhythmus-Clou. Aber wenn der Ton stimmt, dann ist es eigentlich relativ einfach, das zu treffen. soll ich? Ich bin eigentlich noch gut bedient. Ich habe 2 Katzenanzüge. Mehr kann ich nicht verlangen. Spare ich mir das Toadhaus mal noch auf. Die kommen nämlich nicht zurück, es sei denn, man geht Game Over. Irgendwie so. Trampolinberge. Wie wär's mit Luigi? Trampolin, springen. Luigi kann am besten springen. Perfektes Level für den Kollegen. Gute Laune ist hier angesagt. Kein grüner Stern im Vordergrund. Hui! Das passiert mehr oder weniger automatisch. Bin ich jetzt wirklich, wie oft will ich noch an dieser Münze vorbeispringen? Es gibt einfach keine Möglichkeit zu erkennen, wo die ist. Weil sie keinen Schatten hat. Achtung! Ratatatazong! Weggekegelt. So viele Blumen. Blumen deuten häufig auf was hin.
No! Wieder hoch. Nicht so hoch. Luigi wieder. Kann's wieder nicht abwarten, seine Skills zur Schau zu stellen. Mhm. Ja, so ein typischer Anfangsbereich, ne, in dem man sich erstmal ein bisschen mit den Plattformen verwandt machen kann. Boing. Kann ich die auch? Aha, die springen mit. Das sieht nice aus. Wie? Das killt total das Momentum. Ja, das war eine Meisterleistung. Aber meine Priorität war jetzt eher nicht getroffen zu werden. Von den roten Münzen kriegt man eh meistens nur ein Power-Up. Also lohnt sich's nicht wirklich, wenn man eh schon ein Power-Up hat. Wie bist du denn jetzt hier freigebrochen? Geht ja mal gar nicht. Du gehörst eigentlich in diesen... in dieses Gehege. Streichelzoo mit Stachis. Mhm. Ach, da kann man drauf stehen, dann kann man es auch kaputt machen. Nur die, die direkt an Wänden angehofften sind, die kann man nicht kaputt machen. Mhm. Bisschen Zeit. Und weil ich es kann, klettere ich jetzt einfach mal mit dem Katzenanzug hier hoch. Ab und zu kann man es ja machen. Oh, Zerstörung! So ist hier noch so viel Platz. Muss mir das verdächtig vorkommen. Ich will das mitnehmen. Wahrscheinlich ist es mein Untergang. Jetzt kann ich nicht klettern. Boing! Ach, zu viel Spaß. Oh, der steht wieder auf. Nach einer Zeit. Ich mach jetzt alles mit dem Trampolin kaputt. Das ist die ultimative Waffe. Niemand hat eine Chance gegen das Trampolin. Das ist der Endboss. Er wird die Weltherrschaft an sich reißen. Mal einen Trampolin-Jump machen. Okay, das geht nicht, weil man es nach oben wirft. Apropos, was ist das denn? Was sind das denn für komische Dinger? Aha, mit Stampfattacke kann man noch höher hinaus. Das wollte mir doch sein. Habe ich dich. Steht der eigentlich wirklich wieder auf oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich dachte, das hätte mal kurz gezappelt. Oh, jetzt muss ich es hergeben. Das ist traurig. Ja, es steht wieder auf. Hier sind schon neue Freunde. Ach, das ist irgendwie... Oh, oh. Irgendwie zufällig, ob die kaputt gehen oder nicht. Es ist immer noch da! Wie nice ist das denn? Davon kann man wirklich nicht ausgehen. Stempel fehlt mir noch. Jetzt wird's nochmal interessant. Oh, das hat ein ganz schönes Tempo drauf. Nein! Mein Freund! Ich dachte, wir sind Freunde. Ich bring's um. Das ist hart. Die Reise ist hier, glaube ich, noch nicht zu Ende. Deswegen darf ich hier nicht zu viel rumspielen. Da ist der Stempel. Diese riesigen Gegnermassen. Voll hübsch. Enemy Spam. Ja, ich bin jetzt leicht bedrückt, weil ich meinen besten Kumpel verloren habe. Aber vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Das sind andere. Will die nicht. Die können mich nicht trösten. Oh, das geht kaputt. Das ist das Richtige. Das ist echt ein bisschen Zufall. Ja, komm, mach keinen Stress. Ist alles in Butter hier. Sehr, sehr cooles Level. Wieder mal ein Feuerwerk. Ich habe festgestellt, ich hatte einmal ein Feuerwerk, als ich eine 77 oder was hatte, als Restzeit hinten. Und im nach Bosskämpfen gibt es sowieso immer ein Feuerwerk. Das hat dann nichts mit der Zeit zu tun. Perfekt abgestanden. Ah, ja, das mache ich jetzt noch. Dieses Rätselhaus da. Die sind eine willkommene Abwechslung. Wie heißt es denn? Raserei im Rätselhaus und es gibt 10 grüne Sterne. Raserei? Klingt nach Toad. Ich werde so failen. Ich habe echt Angst. Ich habe echt Respekt vor dem Kleinen. Aber er ist halt auch schnell. Das ist hier ein entscheidender Vorteil. Ja, also ich erkläre es nochmal, wenn man hier mittendrin ausscheiden sollte. Wuhu! Dann muss man wieder alles von vorne machen. Auch die Sterne, die man schon hatte. Ah, Hilfe, was ist das für ein Crash-Abschnitt? In die Kamera reinrennen. Aber es hatte keine Gegner, nur Kisten. Wuhu! Yahoo! Toadie! Wo bin ich?
Ich dachte, ich wäre schon in die Kiste. Diesmal geht's nach vorne. Skillig, oder? Absolut. Die Hälfte haben wir schon. Das hier, typisch Mario Maker eigentlich. Weiter geht's. Also Raserei ist nicht nur, weil man hier die ganze Zeit rennen muss, sondern es geht einfach Schlag auf Schlag. Obwohl Raserei ja eigentlich nichts mit Schnelligkeit zu tun hat, sondern Wut. Wut. Ja, dang it. Hab ich doch noch erwischt. Ja, will ich mal zur Sicherheit das extra Item rausholen. Das musste passieren. Mit Toad. Deswegen habe ich es auch beim anderen. Bin ich einfach mit Longjump rüber, hätte ich hier auch machen sollen. Oh, wie schade. Aber immerhin kannst du die Sterne behalten, die du bisher eingesammelt hast. Versuche auch die übrigen Sterne zu ergattern. Mach ich. Mach ich. Interessant auch, während man unter dem Einfluss des Beschleunigungsstreifens steht, kann man keinen Longjump machen. Hat jetzt zum Beispiel, hat jetzt zumindest mehrmals hintereinander nicht funktioniert. Was ist das? Oh, das löst sich von selbst. Das löst sich von selbst auf, aber nicht mit mir, Kollegen. Geschafft. Adrenalin pur, sage ich euch. Ja, dann würde ich mal sagen, das ist ein guter Abschluss für diesen Part. Gucken wir uns noch an, wo es als nächstes hingeht. Und die 100 sind voll. Gerade mal ein kleiner Teil des Spiels geschafft und schon 100 Sterne. Das ist, glaube ich, schon mehr, als das man braucht, um den Endboss machen zu dürfen. Also, beim nächsten Mal geht's weiter mit die verlorene Stadt in den Spikebergen. Die Spikes haben wir ja jetzt schon gerade kennengelernt. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Bis dahin. Ciao.